Hallo, meine guten Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda A Link to the Past Blind. Und ich hab vergessen, mit dem Baum zu reden. Hallo! Erlaub mich zu belästigen. Ja, dann geh weg. Und ja, ich bin eben. So. Ui, das sieht nett aus. Sind wir hier im Idea? Ist das der Dings, der Elefantenfriedhof? Where? Der sieht nämlich irgendwie an den Dungeon aus Mystic Quest, der einen der. Was ist das gespielt hast? Tentakel. Nein. Kenn ich nicht. Also Mystic Quest Legend, dieses Pseudo FF da. Das sieht eher aus wie Lex. Das geht schon mal gut los. Schreib hier deine Comfy an, das gibt's halt. Ja, bei Apfelsaft hat's auch. Okay, ich mach mal einen kurzen Schnitt. Bis gleich. Wieder da. Keine Ahnung, was mein PC momentan hat. Lag? Ich sehe dich, Frameleiste. Lass es. Lass dieses Spirenzchen. Das ist einfach Skype, der das Ganze hier auslassen mehr. Oh Gott. Oh, das sieht süß aus. Das ist ein Skelett. Kann ich dich schieben? Ihr Bäume lässt mich in Ruhe. Gut. Girl. Tentakel rap mal wieder. Ich habe genug Hentais gesehen, um zu wissen, was da passiert. Ahahaha, ich hab's genau. Ich auch. Gut. Lass ich jetzt mal weiter kommentiert. Mein Satz. Was ist das? Das sieht alles sehr einladend aus. Was spielt eigentlich gerade viel für eine Musik? Das ist. Weiß nicht, ich glaube. Die kommen normalerweise auch auf den Todesberg. Ach so. Ich mache jetzt was? Hello? Vielleicht irgendein. Hast du schon probiert, die zu schieben? Die steht da. Vielleicht musst du an irgendeinen hier einen geheimen Eingang freischieben, wer weiß. Schieb? Nö. Nope, don't even go there. Don't even go there. Okay, ich bin verwirrt. Das Ding schafft es wieder mal, mich zu natzen. Hä? Ah! Leck! Will nicht schon wieder schneiden. Bam. Bis gleich. Lösungen nach. Alle guten Dinge sind drei. Also Leute, ich lese gerade eine Komplettlösung nach. Okay. Also irgendwo ist hier ein Dungeon. Ja, soweit bin ich auch. Gebe dich zum nötigen Eingangstor des Dorfs. Darüber hinaus das Haus des Wahrsagers, ob das die hier Norden, dann in den Skelett weit hinein. Töte den einzelnen Gegner, biege aber nicht nach links ab, sondern gehe nach oben. Geh mal nochmal zurück zum Eingang vom Skelett weit. Ja, ich bin gerade dabei. Okay. Ich bin gerade dabei. Ja, ich ist ja nebenbei, deswegen. Ich wurde getrollt. Ich wurde getrollt vom Spiel. Warum? Ja, schau dir das doch an. Ich sehe nur, dass du es wieder im Skelett weil bist. Ach so, da der Eingang, ja, den hat sehe ich jetzt. Okay. Safe State. So. Wir sind im Skelettwald. Whoop-de-doo. Bei Tempel. Ja, und da ist schon wieder Bouncer. Bounce, Baby. Geh weg. Geh sterben. Tu mir den Gefallen und geh sterben. So, wenn ich jetzt da drauf gehe. Aha. Ich kriege Karte. Karte. Le Carte. Hello. Okay. Da brauche ich jetzt bestimmt den Entenhaken dazu. Entenhaken? Entenhaken. Geil. Entenhaken! Geil,
Auch die Steuerung. Oh, diese Helmasaurus nerven. So feuerbackt. Hallo. Ja, danke schön, Helmasaurus, du bist tot. Magie. Herz. Das Vieh wirst du wahrscheinlich nicht töten können. Das Nein, das kann Feuer. Ich nicht töten. Wahrscheinlich. Das spackt da so rum und macht Sachen. Aber Hauptsache, ich kann meine Herzen farmen. So, leave me alone. Haha, ich hab dich gebuggt. Jetzt hast du es ja genau irgendwie kletscht. Okay. Autsch. Ja, ich lauf direkt in die Stacheln rein. Nein, die Stacheln, das ist eine sehr gute Idee. Okay. Auch nicht wieder die Würmer, ey. Ich bin verwirrt. Die Würmer gehen wir schon eben im normalen Netz. Würmer geben wir übrigens auf den Keks, ey. Was soll ich jetzt. Spielen? Okay, ich habe keine Ahnung. Das sind Löcher. Warum sind da Löcher? Ich wollte da nicht reinfallen, weil ich verliere bestimmt Herzen. Ich mache jetzt auch für diesen Part erstmal wieder einen Schnitt, würde ich erstmal sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder reißt. Legend of Zelda, Link to the Past. Ich bin Mahagon LP. Und Klein ist vielleicht auch in der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin, macht's es gut. Tetageviech, ich geh weg. Oh, hallo meine guten Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda A Link to the Past. Und da ist noch ein Steinschädel. Höhle. Okay, das sieht schon... Mumien! Kann ich euch töten? Mumien! Komische Mumien, die sehen aber sehr komisch aus. Mumien. So, du irgendein Kitty versucht, irgendwelche Skelette mit Bandagen zu bedecken. Aber die sehen zum Glück nicht so gruselig aus wie die Zombies aus Ocarina. Hab ich leider auch noch nicht gespielt, auch ich muss noch so viel von Zelda spielen. Wenn auf den Schalter musst du irgendeinen von diesem Statue draufschieben. Ja, wenn ich da irgendwas machen kann. Gucken wir erstmal da weiter. Was ist das? Wenn die Gegner nicht ständig stören würden, ne? Ew! Boah, Meisterhand, ja toll. Ew, die kenne ich, diese Grabscher, die sind so ekelhaft. Ja, die teleportieren dann irgendwie wieder zurück am Anfang, glaube ich. Oder so. Stirb. Und tot. Oh, ich hasse diese pädophilen Viecher. Also die Entwickler von dem Spiel haben teilweise eine komische Ideen. Geh weg, du! Boah! Ekelhaft. Okay. Ja, Krabscher, geh weg. Okay, wo bin ich? Oh, dieser Tempel. Dieser Tempel regt mich jetzt schon so auf. Du bist gleich schon wieder tot. Aber ich habe zum Glück Lebensversicherungen dabei. Ich bin vorbereitet. Also wer mag, der kann ja gerne erzählen, wie viel Mal er hier gestorben ist in den Let's Play. Ich bin eben der Einzige, der dieses Let's Play kommentiert. Habe ich das Gefühl. Ach, das kommt schon noch. Was ist das? Es sieht so aus. Und es laggt. Aufgenommen, circa. Nicht keine gut. Ahnung, ich hab nicht auf die Uhr geschaut. Deswegen mach ich mal einen kleinen Schnitt. Bis gleich.